Ja, hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch meine Bestellung der Wachsmacherei zeigen. Da gab es ja einen Restock, der ja völlig aus dem Ruder geraten ist. Und dann habe ich noch eine Bestellung bei Heart in Home gemacht, was ich euch auch noch zeigen möchte. Ja, und wir fangen einfach mal an mit der Wachsmacherei. Ich hatte schon mal ein Video zu meiner ersten Bestellung dort gedreht und war ja jetzt sehr angetan davon und wollte unbedingt noch mehr von den Düften. Jetzt gab es den Restock und ja, das gab so ein paar Probleme beim Bestellen, haben ja viele via Instagram auch mitgeteilt, dass, sage ich jetzt mal, Produkte, die im Warenkorb waren und wenn man dann zur Kasse gegangen ist und das, wenn ein Artikel nicht mehr da war, war der ganze Warenkorb wieder leer und man musste immer wieder von vorne anfangen und das ging so hin und her. Also ich selber hatte das Problem auch. Aber nichtsdestotrotz habe ich noch ein paar Düfte bekommen und die liebe Dani hat mir auch noch so wieder was Schönes mit eingepackt. Ich habe alles schon mal durchgeschnuppert, weil ich einfach nicht abwarten konnte. Und ja, wir fangen einfach mal an. Ich habe zu manchen Düften auch noch die Beschreibung rausgesucht. Die zeige ich euch oder lese ich euch dann dazu mit vor. Die suche ich nochmal kurz raus. Genau. Ja, fangen wir einfach mal an. Zum Beispiel habe ich als erstes hier Pink Baby Clouds. Und ja, erstmal wieder sehr schön gegossen. Wir haben hier ein rosa Wölkchen mit Glitzer obendrauf. Wirklich ganz schön und niedlich. Und die Beschreibung zu Pink Baby Clouds lautet: Der vertraute Geruch von Babypuder gemischt mit dem süßen Duftnoten von Pink Sugar und frischer Ozonluft. Lilienblüten, Bergamotte sowie edlen Hölzern. Also klingt schon mal sehr gut. Und was soll ich sagen? Er riecht auch mega gut. Also es ist mit einer meiner Favoriten aus dem Paket, kann ich jetzt schon sagen. Ihr habt zum einen, wie gesagt, diese Süße von diesem zuckrigen aus Pink Sugar, genau. Und dann aber auch dieses weiche, pudrige. Und mir ist bald so, als ob da so ein paar süße Beeren irgendwo noch unten drunter sind. So vielleicht eine Himbeere oder so. Ja, wie gesagt, sehr, sehr weich, sehr pudrig, cremig und dazu kommt dann diese Süße von dem Pink Sugar. Wirklich ein ganz toller Duft, den ich mir das nächste Mal auch als Custom gießen lassen würde. Zumindest jetzt, wenn ich das so kalt beurteile, gefällt er mir wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich bekommen den Cashmere Spruce und das ist in so einem mega hübschen Tannenbaum, der auch recht üppig ist. Ihr seht das hier an der Seite, der ist sehr dick und dann vorne auch so ein paar schöne ja, funkelnde ja, Sparkles mit drauf und die Beschreibung dazu habe ich glaube auch. Moment. Wo haben wir den denn? Cashmere Spruce. Herrlich winterlich. Grüner ätherischer Fichtennadelduft und gefrorene rote Beeren mit einer Spur Tonkabohne. Ja. Und er erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an den Icy Blue Spruce von Yankee Candle. Also wer den mochte, der wird den hier auch mögen. Wobei es ihn jetzt natürlich nicht mehr zu bestellen gibt. Man kann höchstens dann vielleicht als Custom. Und der hat noch so eine ganz leichte, weichere Note mit bei. Der ist nicht ganz so extrem ätherisch und hat so ein bisschen was Weicheres, Abgemilderteres, würde ich sagen. War auch ein sehr, sehr schöner Duft, der wunderbar in den Winter passt. Also allgemein war es ja so ein Winterdüfte-Restock und ja, auch ein schöner Duft. Dann habe ich hier mal eine Custom Order und zwar habe ich da Marshmallow Fluff und Let Them Eat Cake. Und also es waren eigentlich vier Stück. Eins habe ich in ein Tauschpaket schon mal mit reingegeben. Und die muss man ja aber sowieso noch 2 Wochen liegen lassen, die Custom-Düfte. Ja, das sind so, sieht so aus wie so ein paar Bubbles aneinander mit ja, so rosa und weiß und Glitzer. Ja. Und ich finde, man kann. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber ich finde, dieses Weiße hier vorne riecht ein bisschen anders als das Rosane hinten. Hinten riecht er so ein bisschen schön süß, zuckrig, klebrig, ein bisschen vanillig. Und wenn ich vorne dran rieche, hat das im ersten Moment immer so einen ganz leichten, ja, wie soll ich sagen, wie bei manchen Popcorn-Düften oder so. Dieses geschmolzene Buttermäßige. Ich weiß nicht, ob das ist bestimmt dann diese Let Them Eat Cake-Geschichte, was hier mit drin ist. Das riecht im ersten Moment immer so ein bisschen ganz komisch. Ich will nicht sagen gegoren oder so.
Also wie Butter, die halt so ein bisschen ranzig ist. Aber wenn ich auf der Rückseite rieche, dann rieche ich wirklich nur dieses zuckrige Süße. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das dann im Warm entwickelt. Also ich denke mal, da hier viel Rosa vorhanden ist, wird das irgendwie ja im Endeffekt dann auch so riechen. Von daher bin ich da guter Dinge. So, das war eine Custom Order. Dann habe ich noch eine Custom Order und zwar diesen Duft hatte ich als Pröbchen im letzten Paket und der hat es mir so angetan. Und zwar ist das Seaside Blossom. Ja, und hier seht ihr schon wunderschöne funkelnde Röschen. In so einem Violettton mit ganz viel Glitzer drauf. Wirklich ganz hübsch und detailverliebt gemacht. Also da Hut ab, wirklich wunderschön. Und der Duft, der ist, wenn ich so dran rieche, sehr frisch, aquatisch und hat eine sehr fruchtige, spritzige Ananasnote für mich. Und ich hatte den warm an und da ging der auf einmal in eine total weiche, parfümige Richtung. Und dann war ich total überrascht und das hat mir noch besser gefallen. Deswegen musste der jetzt als ja, Custom Order mit her. Wie gesagt, also ich finde, kalt hat er eine Ananasnote, die aber warm dann irgendwie so ein bisschen verschwindet oder sich anders vermischt. Und den fand ich echt sehr, sehr angenehm. Der hat dann irgendwie so was Behagliches und Kuscheliges, obwohl es ja wie gesagt eigentlich so ein ja, eher frischer Duft oder floraler frischer Duft sein soll. Seaside Blossom. So, dann haben wir Winterröschen. Das sind drei solche kleinen Mini-Röschen. Die haben so ein bisschen schimmerndes Perlmutt obendrauf. Ja, und die riechen tatsächlich nach Rose, aber sehr kühl und frostig. Also wirklich wie, als ob da der Frost auf dieser Rose liegt. Ich weiß nicht, ob da so ein bisschen was Nadeliges auch mit drin ist oder ob das täuscht. Ich weiß gar nicht, ob ich die Beschreibung dazu habe. Ich schaue mal kurz. Die Winterröschen habe ich, glaube nicht. Ach doch, hier oben. Ein Rosenduft der besonderen Art, bulgarische rote Rosen. Kühle Winterluft und ein Hauch Rosmarin zusammen mit kristallisierten Bernstein und Lavendelblüten. Na, dann ist es bestimmt der Rosmarin und die Lavendelblüte, was dem Ganzen so einen kühlen Schliff verleiht. Ja, ist auf jeden Fall, wie gesagt, total authentisch, winterlich, frostig irgendwie und hat dann halt diesen rosigen, floralen Charakter. Weiter geht's mit ein Duft, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, und zwar ist das dieser hier, der Cashmere and Snowflakes. Der ist in so einem kleinen Pott und ja, der ist so weiß-hellblau marmoriert mit ein paar Sprenkeln obendrauf. Die Beschreibung dazu müsste ich auch haben. Und wo ist er? So. Cashmere in Snowflakes, sanfte Kaschmirnoten, schimmernde Vanille und gefrostete Clementine. Hinzu kommen weißer Tee, goldener Amber und warme, helle Hölzer. Wunderschön, behaglich und gemütlich. Und das ist er definitiv. Also als ich den gerochen habe, war ich hin und weg. Der ist so gemütlich, so süß, ein wenig lieblich. Die Vanille ist mit dabei. Oder ist da Vanille bei? Was habe ich gerade vorgelesen? Ja, doch, Vanille war mit bei. Die Clementine kann ich jetzt nicht rausriechen. Aber ich finde, der hat so was Pudriges, Cremiges, ja, anschmiegsames zum Kuscheln. Also den finde ich mega. Den würde ich mir, wenn möglich, auch als Custom Order das nächste Mal gießen lassen. Also ein ganz toller Duft, Cashmere in Snowflakes. So, dann haben wir Vanilla Pine Cones. Und das ist ja dieser riesen Oschi von Tannenzapfen. Und da habe ich auch eine Beschreibung zu, die kann ich euch auch geben. So, Vanilla Pinecones. Schneebedeckte Kiefernzapfen in Kombination mit einer sanften Vanillenote. Die Vanille nimmt der Kiefer die Ecken und Kanten und rundet den Duft zu einem absoluten Wohlfühlmoment ab. Und bei dem Duft, als ich den das erste Mal gerochen habe, war ich zwiegespalten. Also erstmal von der Optik her wirklich schön. Auch dieser Verlauf unten ein wenig dunkler und dann wird er nach oben hin so ein bisschen heller. Finde ich wirklich ganz toll gemacht. Hier ist eine Menge Wachs. Im ersten Moment riecht man wirklich eine sehr rauchige, ja, erdige Note, würde ich sagen.
und so ein bisschen dieses von der Pinie. Und dann kommt aber diese Vanille-Geschichte dazu, die das tatsächlich abrundet. Ich bin jetzt aber wirklich sehr, sehr gespannt, ob das dann im Warm auch sich so gut vermischt oder ob da eins von beiden dominanter ist. Also ich hoffe mal, dass die Vanille gut durchkommt, weil sonst könnte mir zu extrem sein. Aber da ist schon dieses rauchige, erdige von dieser Pinie, das ist schon auch sehr authentisch, muss man sagen. Also es riecht wirklich so, wie wenn ihr durch den Wald spazieren geht und da vielleicht auch so es geregnet hat und das so ein bisschen feucht ist, der Boden oder die Bäume. Also sehr authentisch und wie gesagt, mit dem Vanille könnte es was werden. So, dann haben wir hier mal wieder eine Custom Order und da habe ich mir gießen lassen Coconut Cream Pie und Cotton Candy Frosting. Ja, und da habe ich so kleine Gugelhupfer bekommen, zweifarbig, mit ein bisschen Sprenkel obendrauf. Ja, sehr hübsch gemacht. Ja, und der riecht erstmal sehr vanillig, wie so eine Vanille-Buttercreme. Sehr süß, auch so, ja, gezuckert. Die Kokosnuss ist nur ganz leicht unten drunter, würde ich sagen. Aber es ist sehr milchig, sehr cremig. Sehr süß, sehr lecker. Auf jeden Fall was für Foodie-Nasen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, ich muss mal zwischendurch kurz was trinken. So, dann habe ich bekommen den Honey Cream Lotion. Den hatte ich auch letztes Mal schon als Pröbchen. Der hat mir sehr gut gefallen. Und den wollte ich unbedingt jetzt haben. Der war aber dann schon vergriffen und ich habe dennoch so einen ganzes Wachsmelt bekommen, das fand ich mega lieb. Also da freue ich mich sehr doll drüber, weil das ein total schöner, cremiger, behaglicher Duft ist. Der hat auch so ein bisschen was Pudriges, also als ob da vielleicht so ein bisschen Babypowder mit drin sein könnte. Ja, und der ist einfach nur so zum Wohlfühlen, Relaxen, Entspannen. Das fühlt sich einfach nur behaglich an. Da könnte auch so ein Ja, so ein Schuss, er heißt ja auch Honey Cream Lotion, ich wollte gerade sagen, da könnte so ein Schuss Honig drin sein, aber nicht zu doll. Also der ist wirklich sehr angenehm. Weil es gibt zum Beispiel auch von der lieben Dani den Honig und Mandarine, den habe ich jetzt erst aufgebraucht und da war der Honig sehr, sehr dominant, muss ich sagen. Und hier ist das wirklich sehr abgemildert, würde ich sagen. Sehr schöner, cremiger Duft, gefällt mir mega gut. Würde ich mir auch als Custom Order holen, wenn es da die Möglichkeit gibt, aber. Jetzt habe ich ja zum Glück erstmal ein bisschen was zum ja, Verwenden. Dann habe ich bekommen, und da freue ich mich auch ganz sehr drüber, den Lavendelzucker. Ja, viele von euch wissen, ich bin eigentlich kein großer Lavendelfan, aber alles, was so gemixt ist, finde ich dann doch ganz gut. Und die Beschreibung hierzu: Was für eine schöne Kombination aus sanfter Zuckerwatte, süßen Zuckerkristallen, eine Spur Vanille, etwas Erdbeer und ein wenig. Was? Unter einem winzigen Hauch von frischem Gartenlavendel. Ja. Und ihr seht auch hier wieder viel Liebe zum Detail. Hier sind richtige Lavendelblüten mit eingearbeitet in dieses kleine Häschen. Ja, und der ist sehr angenehm. Es ist eine krautige Lavendelnote, aber sehr, sehr weich und abgemildert. Wie gesagt, was Süßes ist bei, was Vanilliges. Und das hat für mich so ein bisschen so einen Charakter von so einem Badesalz, würde ich sagen. Da bin ich mal gespannt, wie der warm ist, aber in solchen Kombinationen gefällt mir Lavendel dann echt sehr gut und den finde ich auch ganz toll. Dann kommen wir zu einer meiner absoluten Lieblingsdüfte-Kombinationen und zwar ist das der Golden Sunset and Baby Powder. Ja, den Duft habe ich beim ersten Mal als Pröbchen dabei gehabt und habe ihn mir dann auch direkt beim zweiten Mal als Custom Order gießen lassen und das auch in einem Video erwähnt. Und die liebe Dani von der Wachsmalerei hat mir auch geschrieben, dass ihr nach meinem Video dann diese Mischung ganz besonders oft bei ihr bestellt habt. Das freut mich natürlich und ich hoffe auch, dass der Duft euch so gut gefällt wie mir, weil ich finde ihn einfach nur himmlisch. Ich ärgere mich wahrscheinlich, dass ich nur einmal bestellt habe und nicht zwei solche Pakete. Hier haben wir so eine Blume in drei Schichten gegossen mit ein wenig Glitzer obendrauf. Und ja, auch das ist einfach nur ein mega behaglicher, angenehmer Duft,
Da ist, wie gesagt, dieses Babypowder drin und der Golden Sunset ist, glaube ich, so ein bisschen was Ambermäßiges, also auch was Warmes, Bernstein. Ja, und ich finde das einfach nur so total cozy, kann man sagen, so richtig gemütlich, heimelig, so einhüllend, auf jeden Fall was für die kalte Jahreszeit, für Herbst und Winter ideal. So einladend, also ich finde, das ist auch ein Duft, wenn man jetzt Besuch empfängt oder so, ist das, glaube ich, einfach eine sichere Bank, da fühlt sich jeder wohl und ja, willkommen geheißen. Ganz toller Duft, also große Liebe und ich glaube, nächstes Mal werde ich zwei Tütchen davon bestellen. So, das packen wir mal wieder ein in das Beutelchen. Na. So. Dann habe ich als Goodie dabei gehabt den Cornish Ice Cream. Und da habe ich jetzt keine Beschreibung zu, aber ich dachte, ich hätte gelesen, dass das eigentlich was Alkoholisches sein sollte, aber da habe ich mich vielleicht vertan. Ich weiß es nicht, weil so wie die Form aussieht und auch wie es riecht, hat es nichts mit Alkohol zu tun. Eine richtig schöne Eiswaffe, also wirklich so mega detailliert, ist wirklich der Wahnsinn, total schön gemacht. Da ein ganz großes Lob und das riecht im ersten Moment so ein bisschen vanillig, karamellig. Vielleicht ist da auch so ein bisschen brauner Zucker oder sowas drin oder Karamell. Also eins von beiden definitiv. Und es hat eigentlich fast so eine, ja gut, leichte Teignote. Das könnte vielleicht daran liegen, dass es so eine Waffel mit dabei ist, diese Eiswaffel. Ja, ich bin mal gespannt, wie der sich warm entwickelt. Im ersten Moment ist es, wie gesagt, erstmal so eine Mischung aus Vanille und Karamell und einer leichten Gebäcknote, würde ich sagen. Cornish Ice Cream. So, dann hatte ich als Goodie dabei den Comfort Zone und das ist ein schöner Pullover. Auch wieder sehr winterlich. Auf dem Muster, also auf dem Pullover haben wir ein Muster in Form eines Schneemanns drauf. Und das ist ein Wäscheduft, der aber auf jeden Fall noch andere Noten mit bei hat. Ich kann es nicht genau identifizieren, ob es eher was Bäriges ist. Also ich denke mal, es sind eher ein paar rote Beeren, die mit dabei sind. Er hat was Kühles, was Frisches. Dann wie gesagt, so diesen Wäschemoment. Und dann, ich denke mal, Beeren sind dabei. Da habe ich jetzt leider keine Beschreibung, glaube ich. Ich schaue nochmal, aber ich glaube, zudem hatte ich keine. Nee. Deswegen, also meine Empfindung ist jetzt, dass der so ein bisschen nach frischer Wäsche, klarer, eisiger Luft und so ein bisschen was Bäriges hat der für mich. Ja, Comfort Zone. So, dann habe ich hier Unicorn Hot Cocoa. Und da haben wir so ein, ja, auch wieder sehr lecker aussehendes Wachs mit so ein paar Marshmallows obendrauf und marmoriert. Also wirklich schon, als ob es eine Süßigkeit wäre. Und hierzu müsste ich die Beschreibung haben. Genau. So, da haben wir das Zeug, aus dem Träume gemacht werden. Eine Tasse warme, sahnige, weiße Trinkschokolade, garniert mit süßen, reifen Beeren, so zuckersüß und cremig. Ja, und der riecht schon sehr nach Kakao, also so ein bisschen schokoladig. Ich hole den mal raus. Hoppala. Ich finde, dass es aber für weiße Schokolade zu stark irgendwie nach Kakao riecht. Also der hat für mich mehr so ein, ja, vielleicht so eine Mischung aus Vollmilch und so Milchcreme irgendwie so eine Mischung aus beiden und dann tatsächlich so diese roten Sprenkel hier drin, da riecht man wirklich so, dass da so ein Schuss rote Beeren mit drin sind. Da bin ich mal gespannt, wie der warm ist, ob das mein Fall ist, weil so normalerweise stehe ich jetzt nicht so auf Schokodüfte, aber ich dachte mir natürlich bei dem Restock, das was noch da ist, haus in den Korb rein, weil sonst kommst du an gar nichts mehr ran. Ich bin gespannt, wie der warm ist. Da muss ich mich noch überzeugen lassen, aber auf jeden Fall auch wieder schön gegossen. So, dann haben wir, Moment, den Cranberry Zucchini Bread. Jetzt muss ich mal gucken. Da habe ich die Beschreibung. Das ist dieser hier.
Leckere Teignote, weihnachtliche Gewürze und gartenfrische Zucchinis kombiniert mit kleinen roten Cranberries. Lecker. Ja, und bei Zucchini-Bread bin ich eigentlich immer sehr vorsichtig. Den finde ich immer sehr verraucht, sehr angeröstet, wie auch immer. Aber ich dachte mir, in Kombination mit Cranberry könnte es vielleicht was sein. Das ist ja auch so ein zweifarbiger Gugelhupf, so in Farben von Zucchini und Cranberry mit ein paar Sprenkeln obendrauf. Ja, und also wenn man dran riecht, er ist mega intensiv. Ihr riecht sofort die fruchtigen Cranberries, aber auch genauso stark dieses Zucchini-Bread, was so geröstet ist, meiner Meinung nach. Und Gott sei Dank ist die Cranberry so intensiv, weil sonst wäre es, glaube ich, nicht mein Fall. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze warm ist. Der ist schon sehr intensiv. Ich glaube, die Cranberries haben für mich auch so einen ganz, ganz leichten Mandel-Kirsch-Moment. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann warm entwickelt. So, vielen Dank dafür. So, ein paar Düfte haben wir noch. 5 Stück. Und da habe ich als Goodie noch erhalten den Nordic Balsam. Da haben wir ein kleines grünes Häschen mit schönen Sprenkeln wieder drauf. Ja, sehr hübsch gemacht. Und der ist sehr frisch, sehr klar. So ein bisschen aquatisch, würde ich sagen. Der erinnert mich so einen Hauch an Mediterranean Breeze von Yankee Candle. Also wer auf solche klaren, frischen Düfte, ein bisschen aquatisch, ozonisch steht, der ist hier auf jeden Fall gut beraten. Nur der hat, wie gesagt, noch diesen balsamischen Moment. Ja, was vielleicht so ein Hauch von so einem Tempo-Taschentuch hat, ne? So ein bisschen was Weiches. Gefällt mir auch sehr gut. Passt auch wunderbar in diese Winterjahreszeit. Nordic Balsam. So, dann habe ich hier noch bekommen den Grinchmas Crunch. Und dazu habe ich auch die Beschreibung, glaube ich. Genau. Und zwar, bei diesem Duft bekommt sogar der Grinch Lust auf Weihnachten. Weiße Schokolade, brauner Rohrzucker, etwas Zitronenabrieb und eine Prise Zimt. Dazu kommt noch gehackte Pfefferminze, Zuckerstangen und einen Hauch Vanille. Einfach nur köstlich. So, und wie gesagt, Schokolade ist nicht mein Fall. Aber ich fand ihn sehr interessant und auch optisch war der ansprechend. Ich habe hier die Hälfte von diesem Brittle-Stück in ein Tauschpaket mit reingegeben, weil die liebe Fräulein Medien unbedingt testen wollte. Ja, hier sehen wir, wie gesagt, so dieses Grüne vom Grinch und oben diese Zuckerstangen gehäckselt da drauf. Ja, und das ist im ersten Moment ein klarer After-Eight-Duft, würde ich sagen. Ihr habt wirklich dieses Schokoladige. Für mich riecht es eigentlich eher dunkel. Jetzt nicht nach weißer Schokolade. Und dann kommt halt dieses Minzige dazu. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das warm wird. Den Zitronenabrieb kann ich jetzt leider noch nicht so rausriechen. Weil die Minze und Schokolade einfach zu dominant dafür ist. Aber ich teste ihn auf jeden Fall sehr gern und freue mich darüber. Vielen Dank. So, dann haben wir noch eine Custom Order. Und zwar ist das der Jelly Glazed Donut und den habe ich beim letzten Restock mir gekauft und fand ich sehr gut und deswegen habe ich mir den jetzt als Custom gießen lassen. Und das sind so kleine Donuts, sage ich jetzt einfach mal, in so einem Beige-Ton oder ich weiß nicht wie man es, Haselnuss-Ton und dazu so ein paar Glitzer wieder oben drauf. Ja, und der ist sehr teigig, so ein bisschen butterig. Und dann ist da auf jeden Fall eine leckere, fruchtige Himbeermarmelade mit drin. Und der hat so wirklich dieses Frittierte von dem Donut, ne? Dass der so ein bisschen in Fett ausgebacken ist. Und der war sehr, sehr lecker, den mochte ich sehr gern, deswegen durfte der auch als Custom Order nicht fehlen. So, gucken, ob das wieder hier zukommt. Ups. So, dann haben wir noch den Madame Violet, habe ich auch die Beschreibung dazu und die lautet: zart duftende Veilchen, gezuckerte Jasminblüten, schwarze Johannisbeeren und goldene Pflaume auf einer samtigen Creme. Da bin ich mal sehr gespannt und muss sagen, also ich rieche, ja, was soll ich sagen? Ich rieche ganz, ganz leicht den Jasmin und die Johannisbeeren und auch die Pflaume.
Und das Ganze ist aber so eine Kombination, dass es ja wie ein Frauenparfüm riecht, würde ich sagen. Es hat zum einen was Liebliches, ja, was Florales auf jeden Fall. Was war da noch drin? Veilchen. Und ja, irgendwie was Parfümiges, also weiblich, floral, parfümig, würde ich sagen. Ich hatte gedacht, der geht eventuell in so eine Richtung wie Sweet Nothings, aber das tut er nicht. Aber ist ja auch nicht schlimm, weil man kann ja auch neue Düfte kennenlernen. Ja, der gefällt mir auch gut. Da bin ich mal gespannt, wie der dann warm ist. Madame Violette. Und der letzte aus diesem Paket ist ein Foodie-Duft, und zwar Christmas Elf Treats. Und die Beschreibung ist: Wenn kleine Weihnachtselfen helfen, dann haben sie auch eine Belohnung verdient. Ein köstlicher Mix aus Nüssen und Mandeln, Marzipanstücken, zuckrige Vanille, Gewürze, rote Beeren. Wer möchte da nicht naschen? Ja, und ich dachte mir, warum nicht? Also ich bin jetzt nicht gegen Mandel oder so, von daher zeige ich euch das mal. Das ist so ein schönes Bonbon in Rot und Grün und so ein bisschen geschichtet. Und das ist eine wahre Foodie-Bombe. Also diese Mandelnote ist sehr intensiv, was ich aber gut finde. Und mich erinnert der so dunkel an Cherries und Snow von Yankee Candle. Die Gewürze sind eher dezent, was aber für mein Empfinden gut so ist. Es ist wirklich eher so ein, ich weiß gar nicht, ist da Teig drin? Was habe ich jetzt vorgelesen? Ne, Nüsse und Mandeln. Ich finde, der hat so eine leichte Teignote irgendwie. So eine, ja, Gebäcknote, als ob es halt so vielleicht auch so ein Marzipankuchen oder irgendwie sowas ist. Gefällt mir sehr, sehr gut, sehr, sehr lecker, und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, das war jetzt meine Bestellung von der lieben Daniela. Ich danke dir, wie gesagt, ganz vielmals für die tollen Goodies, die mit dabei waren, und bin sehr, sehr zufrieden mit meinen Düften. Ich bin, wie gesagt, auf jeden Fall beim nächsten Restock auch dabei und hoffe, dass du noch lange weitermachst mit dem Düftegießen, weil mir einfach diese Arbeiten sehr gefallen. Es ist, wie gesagt, optisch ein Feuerwerk und auch dufttechnisch. Also ich bin hier auf den schon sehr gespannt. Ich glaube, den lasse ich gleich draußen. Den will ich heute noch verdüfteln. Den Pink Baby Clouds, der hat mir sehr gut gefallen. So, dann packen wir das mal weg. So, jetzt muss ich erst noch mal einen Schluck trinken. So, und jetzt habe ich noch die Heart & Home Bestellung. Das wird ja schon wieder ein langes Video, wie ich das gerade sehe, eine halbe Stunde jetzt hier schon. So, bei Heart & Home war es so, die liebe Katharina vom Kanal Dalinka, sei gegrüßt, hatte einen Rabattcode für uns, und da dachte ich mir, Mensch, den nutze natürlich mal, weil ich Heart & Home bisher für sehr gut empfunden habe. Und es gab vier neue Düfte, die ich gerne ausprobieren wollte. Und ja, es sind auch ein paar sommerliche Düfte oder normale Alltagsdüfte bei, aber auch winterliches. Und wir machen einfach mal durch, was so mir in die Hände kommt. Als erstes habe ich hier Snow Angel. Ja, das ist so ein, sieht aus wie so ein Wäsche. Nee, Quatsch. Da ist ein Engel drauf. Ein Engel, das sah jetzt aus wie zusammengeknüllte Handtücher, dachte ich jetzt, und ein paar hier Christbaumkugeln. Und bei dem Duft hatte ich mir eigentlich was Schönes erhofft und war aber so ein bisschen irritiert, weil ich finde, der hat eine leichte Pfeffernote. Er hat was Klares, Frisches, was ich auch wollte. Er hat aber irgendwie so eine ganz leichte Pfeffernote, als ob das so ein bisschen gewürzt ist. Da bin ich mal gespannt, wie der warm ist. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der mir gefällt. Snow Angel. So, dann haben wir einen der vier neuen Winterdüfte, und zwar ist das Frosted Apple Spice, und der ist in so einem Glasteelicht drin, also schon ein bisschen hochwertiger. Ich will mal gucken, ob man die dann trotzdem rausmachen kann. Ich weiß es nicht, mal sehen. Ja, und das ist ein sehr würziger Apfelduft. Also ihr riecht auf jeden Fall diesen fruchtigen Apfel, und dann kommen auf jeden Fall sofort Zimt, Gewürznelke und vielleicht Muskatnuss dazu. Ja, auf jeden Fall so eine richtige Zimtstange und die Gewürznelke. Das ist so am dominantesten.
Geht vielleicht in so eine Richtung wie Sugar Cinnamon Apple von Yankee Candle. Also wem das gefällt, der könnte auch den mal testen. Ja. So, weiter geht's mit einem weiteren Glasteelicht, und zwar ist das Winter Wonderment. Und hier steht sogar noch drauf, dass drin ist Orange Zest and Juniper Berry. Also ich glaube Orangenschale oder Abrieb und Juniper Berry war das Wacholder, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier so ein verschneites Waldlabel. Ja, und der riecht sehr zitrisch und ätherisch. Also ein bisschen nach Nadelwald. Das wird dann der Wacholder sein, wenn Juniper. Hoffentlich erzähle ich da jetzt nichts Falsches. Und ja, mit dieser Orangenkombination finde ich das sehr angenehm. Orange gehört irgendwie so in den Winter mit rein, ob jetzt getrocknet auf der Heizung oder zum Essen einfach. Gefällt mir sehr, sehr gut. Der ist auch so ein bisschen frisch, aber dennoch cremig irgendwie. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der warm ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Winter Wonderment. So, dann haben wir nochmal Snow Angel. Ach genau, der war im Angebot. Also ich glaube auf 1,80 reduziert oder irgendwas. Deswegen habe ich davon zwei genommen. Dann habe ich hier Christmas Spirit. Das sieht aus wie so ein schöner Früchtepunsch, so eine, wie nennt man das, Feuerzangenbowle oder sowas in die Richtung. Und der ist sehr lecker, muss ich sagen. Der ist nämlich so ein bisschen fruchtig süß. Zwar auch gewürzt, also man hat auf jeden Fall auch den Zimt und auch so eine Nelke mit bei. Aber der ist auf jeden Fall so ein bisschen, ich würde mal sagen, Apfel, Orange und so ein paar rote Beeren, wie so ein Punsch halt ist, ne? Und das Ganze so ein bisschen gesüßt. Also ich glaube, bei dieser Feuerzangenbowle, da stellt man ja oben auch so einen Zuckerkegel drauf und dann brennt man das ja an, dass es so reintropft. Und so riecht das für mich irgendwie so ein bisschen gezuckert. Gefällt mir sehr gut. Also der ist schon mal nicht schlecht. Christmas Spirit. So, dann haben wir Lebkuchenhaus und alle, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich keine Lebkuchendüfte mag. Aber laut Beschreibung, die ich jetzt natürlich nicht mehr im Kopf habe, waren da auch ein paar Sachen bei, die für mich in Ordnung waren. Und der ist gar nicht so Gingerbread-mäßig, wie man das kennt. Weil da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Vanille drin, ein bisschen was Weicheres. Hier ist natürlich auch viel diese ganzen Lebkuchengewürze mit bei. Aber durch diese Vanille ist das ein bisschen abgemildert und finde ich jetzt auch nicht schlecht. Der war, glaube ich, auch reduziert. Also die Winterdüfte waren bis auf die neuen alle reduziert, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Lebkuchenhaus. Weiter geht's mit Christmas Night. Und da sehen wir so ein paar verschneite Häuser. Finde ich ganz schön gemacht eigentlich. Und ja, die Weihnachtsnacht. Wie riecht die? Die riecht auch ein wenig fruchtig. Ich würde sagen, sogar mehr in den bärigen Bereich. Ja, das sind rote Beeren. Wahrscheinlich für mich hat es irgendwie auch so einen Moment von Kirschen. Dann ist da vielleicht so ein bisschen was Traubiges oder Cranberry-mäßiges bei. Und ja, das, also mehr kann ich da jetzt gar nicht so sagen. Der riecht für mich eigentlich nur so ein bisschen fruchtig, leicht süß. Also von daher auch in Ordnung. Darf an Weihnachten auch mal ein bisschen fruchtiger sein. Muss ja nicht immer nur Gewürzbombe sein. Dann haben wir Waiting for Santa. Auch hier wieder so ein Getränk abgebildet. Und ja, der ist dann auf jeden Fall schon wieder wesentlich zimtlastiger. Ja, das ist so eine richtige Zimtbombe. Ich kann jetzt nicht mal sagen, ob da unten drunter Apfel oder irgendwas anderes ist, weil das riecht für mich eigentlich fast nach purem Zimt. Mehr kann ich da jetzt nicht zu sagen. Für mich ein reiner Zimtduft, aber auch das finde ich in Ordnung. Den kann man ja vielleicht sogar mal noch mit diesem Lebkuchenhaus so ein bisschen mischen oder so. Waiting for Santa. So, und dann müsste das der letzte Weihnachtsduft gewesen sein, oder einer kommt, glaube ich, noch. Und zwar Home for Christmas. Hier haben wir so ein paar Geschenke drapiert und einen Weihnachtsbaum. Und der ist ein bisschen verschieden, würde ich sagen. Der hat was Frisches, was Klares.
Dann hat er so ein bisschen was Zitrisches bestimmt mit bei. Und auch was Bäriges. Also auch sehr angenehm. Also da sind einige Weihnachtsdüfte doch ein bisschen fruchtiger interpretiert. Das finde ich eigentlich ganz gut. Der gefällt mir auch ganz gut. Wobei ich sagen muss, ich glaube, also hier hat der eine etwas eigenere Wachsnote als die anderen. Oder es ist irgendeine andere Note, die mit dabei ist. Aber auf jeden Fall ist der schön fruchtig. Ein bisschen frisch durch die Zitrone. Und ja, gefällt mir auch ganz gut. Home for Christmas. So, jetzt kommen wir zu den Motiven. Bei den Motiven mache ich noch schnell die zwei neuen Düfte und danach kommen ein paar Klassiker. Ein neuer Duft ist der Spiced Mandarin als Motivkerze. Und da sehen wir auf dem Label auch schon so ein bisschen Anis und Zimt. Und das ist ein sehr schöner Mandarinenduft. Das ist eine wirklich sehr spritzige Mandarine. Und die Gewürze sind kalt zumindest wirklich sehr angenehm im Hintergrund. Also sie sind zwar vorhanden, aber erschlagen den Duft nicht. Die unterstreichen wirklich mehr so dieses von der Mandarine. Sternanis kann ich jetzt gar nicht so riechen. Es riecht eher so minimal nach Zimt. Und wie gesagt, diese Spritzige von der Mandarine ist wirklich so am dominantesten und der gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, dann der andere neue Duft nannte sich Out Bloom und hat eine sehr schöne Verpackung, so eine Pfingstrose da vorne drauf, die noch geschlossen ist oder so halb aufgeht gerade. Und Out Bloom, dachte ich mir, ist so ein orientalischer, floraler, weiblicher Duft. Und so ist es auch. Also man riecht auf jeden Fall schon, dass da Rose mit drin ist. Und dann sind da bestimmt so ein paar leichte Hölzer mit bei. Ja, aber der ist relativ dezent. Ich hätte mir jetzt ein bisschen schwerer, massiver vorgestellt. Das ist halt, wie gesagt, eher ein leichter Pfingstrosenduft mit ein paar hellen Hölzern und so ein bisschen parfümig. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Dann haben wir den Duft Kaschmir. Ich dachte mir, Kaschmir mag ich gerne, muss ich ausprobieren. Und ja, der ist sehr angenehm. Ich finde, der ist recht süß interpretiert. Das hatte ich sonst bei Kaschmirdüften eher selten. Ich finde, der hat hier eine ganz süße Note mit bei, aber das gefällt mir mal ganz gut. Das geht irgendwie in so eine Kaschmir meets Sugar, irgendwas Pink Sugar Richtung oder so. Also sehr kuschelig, sehr gemütlich, aber sehr süß. Und das gefällt mir aber ganz gut. Da bin ich mal gespannt, wie sich das warm entwickelt. Kaschmir von Heart and Home. So, dann haben wir einen Duft, der mir letztes Mal schon sehr gut gefallen hat. Und zwar, wie heißt er denn überhaupt? Pink Flower. Ein sehr schönes Label, wie ich finde. Zwar eher frühlingsanmutend, aber das macht ja nichts. Ja, das ist so ein floraler, lieblicher Duft, sehr weich. Hat aber auch irgendeine ganz leichte, würzige Note drin. Also, der riecht schon so rosa, wie er aussieht, aber hat eine ganz, ganz, ganz leichte, pfeffrige Note für mich drin. Aber das finde ich nicht schlimm. Das gibt halt so ein bisschen mal was anderes. So, dann haben wir, wie heißt er? Violet Moon. Ja, und als ich den Duft dann das erste Mal geschnuppert habe, dachte ich mir, Männerduschgel. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist ein sehr intensiver Männerduschgel-Duft. Sehr herb, sehr frisch. Ich denke mal, das ist für alle die, was die sowas wie Midsummer's Night mögen, von Yankee Candle so in die Richtung. Also sehr klassisch, frischer Männer-Duschgel-Duft. Dann haben wir Kokostraum. Und da war ich sehr gespannt, weil ich dachte mir, vielleicht ist das mal einer ohne Ananas, ohne viel Shishi, sondern einfach nur so ein bisschen, ja, weiche Ananas, Kokosnuss, ja, doch Kokosnuss. Und ich würde sagen, zu
90% ist da auch ganz viel Kokosnuss drin und zu 10% vielleicht Ananas. Und das finde ich aber gut, so ist eine sehr schöne cremige Mischung. Ich weiß nicht, ob der mich an Duft bereits erinnert. Ich glaube, einen ähnlichen habe ich schon mal gerochen. Da könnte vielleicht noch so ein Hauch Mandarine oder sowas mit drin sein. So ein bisschen was Exotisches. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Kokostraum von Heart and Home. So, dann haben wir weißer Jasmin und Fräse. Auch sehr frühlingshaft diese Verpackung. Und ja, bei Fräse, Jasmin, so florale Geschichten. Das ist halt auch was für einen Frühling. Und der ist sehr angenehm, sehr leicht, sehr weich, cremig. Also ich persönlich finde, dass auch für die, die nicht so auf florale Düfte stehen, dass der vielleicht was für die wäre, weil es ein weicher Duft ist, ne? Also es ist jetzt kein Rosenduft, der einen in your face so erschlägt, sondern wirklich ganz zart, einfach nur ja, so die Frühlingsluft reinlässt. Sehr angenehm, kann ich mir gut vorstellen. Also das ist bestimmt ein ganz toller, weicher Frühlingsduft. So, zwei hier sind es noch und dann haben wir es auch geschafft, wenn ihr noch mit dabei seid. Und der vorletzte ist With Love. Da haben wir so eine ganz leicht schattierte Rose auf dem Label. Und das war auch ein sehr süßer Duft, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, der ist schön. Sehr süß, sehr parfümig. Es könnte so ein Parfüm sein für junge Mädchen. Floral, lieblich. Der geht dann auch so von Frühling zu Sommer, so übergehend irgendwie. Ja, der ist schon fast so ein Hauch sommerlicher. Ja, der gefällt mir sehr gut. Das ist so, wie gesagt, so mal was Fröhliches, Liebliches. Ich wüsste jetzt nicht, was für Blumen da drin sind. Also nach Rose auf. Riecht auf keinen Fall. Irgendwas anderes, süßes, liebliches. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und der letzte Duft ist Peach Mango Smoothie. Auch mal was Fruchtiges in dieser Runde. Sieht schon lecker aus, so ein Smoothie. Und, na, hier auf. Ja, der. Riecht sehr nach Pfirsich, Pfirsich-Eistee, Mango. Kann ich jetzt nicht so rausriechen. Für mich ist es eher ein Pfirsichduft, aber ein angenehmer. Ein bisschen cremig, wie Pfirsich-Eistee mit vielleicht einer Kugel Vanilleeis oder sowas. Ja, sehr angenehm, sehr fruchtig. Ist zwar eher was für den Sommer, aber ab und zu kann man ja auch mal Früchte, Düfte zwischendurch machen. Ja. Mango Peach Smoothie von Heart and Home. Ja, das war's mit meiner Bestellung. Eigentlich wollte ich noch meine Goose Creek Bestellung mit reinnehmen, aber das wäre jetzt zu lang geworden und das Paket ist eh noch nicht angekommen. Von daher bekommt ihr das dann in den nächsten Tagen zu sehen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich kann euch, wie gesagt, eigentlich nur beide wärmstens ans Herz legen. Ob jetzt Heart and Home oder die Düfte von der Dani, finde ich beides ganz super toll und ja. Ansonsten schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so von Heart and Home an Lieblingsdüften habt oder ob ihr auch bei der Dani bestellt habt, was da bei euch so eingetrudelt ist. Lasst es mich wissen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!